Servus Leute, Julius hier. Ihr habt euch ein Video gewünscht zum Thema Home Gym. Wie richte ich mein Home Gym ein? Was muss rein? Was sollte auf jeden Fall drin sein? Wie organisiere ich es am besten? Alles zum Thema Home Gym. Und ich stelle euch mal mein Home Gym vor, was ich alles habe und was unbedingt rein muss, was super geil ist. Seht ihr jetzt, wenn ihr Bock habt, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. So, meine lieben Freunde, ich gebe euch jetzt mal einen kleinen Einblick in mein kleines Home-Gym hier. Ah, vielleicht soll ich die Musik ein bisschen leiser machen, weil hier läuft gerade richtig laut Kollega, gell? Kollega der Boss. So, ich gebe euch jetzt einen kleinen Einblick in mein Home-Gym, wie gesagt, ja. Fangen wir an einfach hier rechts. Mit einer Klimmzugstange. Richtig oldschool. Und einem kleinen Nike-Beutel. Dann haben wir hier verschiedene Kurzhantelstangen, beziehungsweise Langhantelstangen, beides, alles. Dipstangen, Gewichte, Heberschuhe, sehr wichtig, kleine Hanteln, Medizinbälle, Ketten haben wir. Wir haben ein Power Rack, zwei Langhantelstangen. Los, mal Snatch. Wow, geil. Okay, zwei Langhantelstangen. Das Power Rack, sehr geil. Noch mehr Ketten, Ringe. Noch eine Klimmzugstange. Ein Mike Tyson Motivationsbild. Boom. Killer. Richtig geiler Typ. So, was haben wir hier noch? Noch ein Mike Tyson Motivationsbild. Dann haben wir einen Gymnastikball. Wir haben dicke Bumper Plates. 15 Kilo, 0,5er Aufsatz. So, was haben wir hier noch? Gewichtheber, Gürtel haben wir hier. Gürtel. Gürtel. Bänder, Widerstandsbänder. Wir haben hier so einen Dipgürtel, der ist allerdings gerissen. Wir haben so ein Neck-Harness. Kann man geil Nackentraining mitmachen. Wir haben hier Cuban, wie heißen die nochmal? Ist gerissen, denn? Ja, Cuban. Was? Cuban irgendwas. Damit kann man hier so geile Schulter-Mobi- und Krafttraining machen mit den Dingern. Cuban, wie heißen die nochmal? Irgendwas mit Cuban. So, wir haben hier Hand-Balancing Sticks. Habe ich mir mal selber gebaut, so zum Handstandtraining quasi, ne? Ist auch richtig geil. Die schraubt man dann natürlich noch auf so eine Platte, damit die halten, und dann macht man darauf richtig geiles Training. Wir haben hier verschiedene Boxhandschuhe, verschiedene Unzen, Zughilfen. Da ist, glaube ich, nichts mehr Interessantes drin. Ein paar Jump Ropes haben wir hier hängen. Wir haben hier eine Heizung. Was haben wir noch? Oh geil, ja stimmt, wir haben eine Plattform. Hier so eine Bank haben wir hier, ein paar Kettlebells, selbstgebaute, hier die sind geil. So selbstgebaute parallel Mini-Barren. Selbstgebaute Mini-Barren. Zwei Kästen so für Niedersprünge und sowas und Jump, Boxjumps, noch mehr Medizinbälle, eine alte, richtig alte Oldschool. Hantelbank, die ist aber nicht mehr im Einsatz. Ergo ist im Einsatz. So ein Keg. Da hinten ist noch so ein Minibarren hinterm Ergo. Wir haben hier so ein Fass, ein Keg. Für Keg-Training. Wir haben einen dicke Sandsack. Bestimmt so, weiß nicht wie viel der wiegt, 40 Kilo vielleicht. Dann hier unsere ganze Boxenanlage. Ein kleines Mini-Tramp. So, dann haben wir hier noch Bänder. Hier so ganze Rollen von Zugbändern. Oh ja, das ist auch geil übrigens. Haben hier so, hier fürs Klettern, ne? Die schraubt man an der Wand und dann kann man klettern, aber das haben wir bisher noch nicht geschafft, an der Wand zu schrauben. Mehr Dipgürtel, hier so ein Sling Trainer, Mini, ja, ein bisschen leiser hier den Kolle wieder, Mini Gewichtswesten, dicke Gewichtswesten hier drunter, die sind geil, so Wall Slider. Wall Slider kann ich nur empfehlen. Richtig geil zum Traveln und zum Trainieren.
haben wir so ein bisschen hier diesen, ich weiß gar nicht wie die, Flow-In, genau, diese Flow-In-Matte, da ist die Flow-In-Matte und da sind die Rutschpads für Fuß, andersrum, Fuß. So, was haben wir hier noch? Handgelenksbandagen, so eine Stabi-Matte, dann hier noch mehr Gewichtswesten, Ropes, auch richtig geil. Dann so ein TRX Rip Trainer, ich glaube, den hat noch nie einer benutzt. Hier Sledgehammers, also. Ja, Junge, mach's mal hier nicht so krass, du kriegst einen Boxer. hier so, was haben wir hier noch? Squat. Ein Squat Rack. Nennen wir es mal Squat Rack, also diese Kniebeugständer hier. Dann haben wir eine Trap Bar, auch sehr geil zum Deadliften. Trapper Deadlifts, ein paar Sticks haben wir hier zum Mobilisieren, noch mehr Seile, was haben wir hier noch alles? Dann haben wir hier, oh ja, der Armblaster, hier CP Sports Armblaster, um mal richtig Pump in Bizeps zu kriegen. Dann hier so ein Packboard, hier, damit das Unmögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche, damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden. So rum muss es natürlich sein, das war der gute, guck mal hier, der gute Hermann Hess hat das gesagt. Hermann, Junge, geiler Typ. So, dann haben wir hier einen geilen Boxsack, den kann man mal richtig wegkicken. Bam! Dann haben wir hier einen Jungen, der auf unserer Plattform steht und ein bisschen Gewichtheben macht. Was machst du? Snatch High Pulls, ne? Machen wir Snatch High Pull. Aufwärmen, ja. Snatch High Pull aufwärmen. Was haben wir drauf? 70 Kilo. Komm, 70 Kilo, baller die mal weg. Snatch High Pull, boom. Näher am Körper, mein Junge. Boom. Ja. So, dann haben wir eine Sprossenwand. Auch gut. Kann man geiles Training dran machen. Ein paar Deuserbänder, die hier noch dran hängen. Hier einen selbstgebauten GHD. Damit kann man seine Hemmis richtig geil trainieren. Kann ich mal später ein Video zu machen. Fürs GHD hier noch so ein paar Push-Up-Grips. Dann haben wir hier ein bisschen Shark. Also, was heißt Shark auf Deutsch? Hi. Dieses Puder hier, nicht Gesichtspuder. Magnesia. Flüssiges Magnesia, genau. So, hier haben wir ein bisschen was vom Jan Lemur. Hier so ein bisschen so sportwissenschaftlich angehaucht. Ja, der macht Jan Lemur, müsst ihr mal abchecken hier. Da steht es, YLM Sport Science. Der macht ganz geile Infographics aus Studien. So hier, wie man richtig Gewichtheben macht. Auch wichtig, ne? So, war es das eigentlich? Das war's eigentlich, gell? Hier noch so ein paar Fußmanschetten. Das sind hier übrigens die Wallslider ausgepackt. Davon haben wir gleich zwei Paare hier rumliegen. Ja, die sind echt geil. Und dann kann man hier da, kann man dann mit rumrutschen. Und zwar auf jeder, auf jeden möglichen Oberflächen. Auf allem. Das rutscht auf allem. Das Zeug hier. Das ist der Wahnsinn. Das rutscht sogar auf meinem Pimmel. So. Was geht ab? Geiler Typ da. Übrigens hier. So, meine lieben Freunde, das war's hier aus meinem kleinen Home Gym. Jetzt seid ihr dran. Baut es nach. Trainiert. Keine Ausreden.